Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe Online. Heute wieder mit einem normalen Part, kein Überlänge-Part, sehr wahrscheinlich, hoffe ich. Mit dabei ist schon Blade, der allerdings leider noch nicht hier drin ist. Ich hatte gehofft, dass er irgendwer rausgeht, aber leider nicht. Ich bin jetzt direkt nämlich hier in die Aufnahme reingestartet. Ich habe jetzt keine Runde gefahren, weil wir im letzten Part am Ende die 20.000 Punkte erreicht haben. Um genau zu sein, habe ich gerade 20.011 Punkte. Und die wollen wir natürlich heute versuchen auszubauen. Und ja, darum habe ich jetzt auch nicht gewartet, bis Blade hier irgendwie drin ist. Das lässt sich heute mal nicht einrichten. Wenn ich genügend Abstand wieder habe, können wir das wieder gerne beim nächsten Mal machen. Aber ja, heute nicht. Ja, und die Punkte der anderen sehen ganz spannend aus. Nur Babylon hat etwa 1000, sonst die anderen alle über 6000. Viele 7000, 8000, 9000. Auf jeden Fall könnte es heute sehr spannend werden. Ja, und ich habe heute ein neues Outfit mir angezogen, und zwar das Blooper-Outfit, was irgendwie sehr, sehr cool aussieht, wie ich finde. Das ist schon irgendwie ganz nice. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier möglichst weit vorne sind, dass wir Punkte ausbauen. Es kann natürlich sein, dass ich nochmal unter den 20.000 gerate, aber das versuche ich zu verhindern. Also, wie gesagt, heutige Mission, möglichst weit über den 20.000 zu sein. Dass ich da jetzt keine Angst mehr haben muss, dass ich da irgendwie wieder drunter bin. Zweiter Platz ist doch schon mal ganz nice. Den versuche ich auch irgendwie zu verteidigen. Erster muss ich nicht unbedingt werden. Wäre natürlich noch besser. Aber es würde mir auch ausreichen, wenn ich Zweiter werde. Guck mal, ich habe zwei rote. Komm, schicken wir mal ab. Okay, der wurde tatsächlich getroffen und ich habe nicht die Flugpassage genommen. Egal, nicht so schlimm. Bin jetzt erstmal Erster. Und das kann ich jetzt eventuell halten. Mal gucken. Nein, da ist eine Banane auch. Ich bin doch doof. Und jetzt kommt noch der Stachipanzer. Aber ich bin noch im Unverwundbarkeitsdings drin. Was mit der Banane war natürlich doch ein bisschen doof. Aber letztendlich habe ich dadurch weniger Zeit verloren, als hätte ich vom Stachi getroffen werden. Ja, wäre ich vom Stachi getroffen. So. Aber jetzt wieder hinten. Einen einzigen Pilz habe ich. Den setze ich mal ein. Und ich gleich beim Doppel-Item ein Doppel-Item nutzen kann. Ah, nee, von nichts. Das wird nichts. Und lieber ein Item als gar kein Item. So, gleich eine Runde nur noch. Bis jetzt bin ich trotzdem noch im vorderen Feld mit dabei. Mal gucken. Oh, den nehmen wir wohl von der Grünen getroffen. Da hätte ich auch getroffen werden können. Also, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Nee, der hat eine rote. Warum hat der eine rote? Ja, ich sehe es doch, dass er eine rote hat. Ah, und dann war ich schneller als er. Schöne Items, aber ich fahre einen Feuerball rein. Ernsthaft? Solche Anfängerfehler hier. Gut, gut, gut. Alles noch in Ordnung. Alles im Rahmen. Alles im Rahmen. So, zack. Zack. Nicht gegen die Wand. Oh, er fährt gegen die Wand. Buhu, okay. Dann bin ich ja jetzt so gesehen unverwundbar. Sehr schön. Und dritter Platz. Damit bin ich zufrieden. Dadurch, dass die anderen doch ein paar mehr Punkte haben. Sollte ich jetzt auch schön viele Punkte kriegen? Nein, nur 7 Stück. Oh. Ich dachte, das wären jetzt mehr. Aber okay. So, Blade ist jetzt auch mit am Start. Und dann geht es jetzt weiter auf einer Zufallsmap. Wir wollten alle, die nicht die da waren. Da war einerseits Rainbow Road. Ich glaube, die von N64 mit dabei. Und noch ein paar andere. Ja. Ninja Dojo war mit dabei. Rainbow, Ninja Dojo und Donut Ebene 3. Ja. Jetzt ist nichts krass. Oh Mann, warum werde ich jetzt hier getroffen? Das ist doch nicht wahr. Aber okay, wir sind erst am Anfang. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und hey. Ich bin so froh, dass ich das Kart ausgewählt habe. Sehr schön. Ich hätte mir die. Hätte ich gewusst, dass die Strecke drankommt, dann hätte ich die Schwammreifen noch genommen. Ja, kann man halt vorher nicht wissen. Das ist das Problem da an der Sache. Mhm. Aber ich bin auch selber froh. Weil dass ich eben 7 Punkte noch bekommen habe. Also schon immerhin schöne Pluspunkte. Das heißt, vielleicht kann ich mir jetzt schon eine Niederlage leisten. Aber was ich natürlich nicht machen möchte. So, nein, ich fahre natürlich in die Rote da rein. Uff. Weil mein Kart hat halt auf Geschwindigkeit auf Unterwasser ziemlich viel. Oh, das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft hier. Mhm. Und Schwammreifen hat halt noch mehr. Jetzt werden meine Pilze geklaut. Und wir sind hier alle so auf einem Fleck.
Na komm, ich werf die weg. Ich will nämlich von der Blut. Ich will Unverwundbarkeitsframes haben. Mann. Ah! Also bei mir läuft's gerade gar nicht, weil wir alle auf einem Fleck hier sind. Das heißt, man wird ganz häufig getroffen von Sternen oder was auch immer hier. Komm, jetzt mal ein gutes Ein einzigen Pilz, ernsthaft? Der vor mir kriegt da hinten einen Stern. Also das ist doch nicht wahr hier. Dennis? Ja? Ich reg mich auch immer auf, wenn jemand voll Absicht mit einem Stern hier hinten drauf hat, da reg ich mich immer dort tierisch auf. Was war das gerade? Ich hab Münze geklaut von mir. Der kommt noch hinten rein. Mit vorbei. Cool, Willi! Sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob das noch hier irgendwie gut wird. Der cool Willi ist erstmal schon mal gut. 9. Platz. Okay, danke. Danke, dass mir jemand das entfernt hat und ich habe 2 Bomben auf Platz 1. Sehr gut. So, 6. Platz schon mal. Komm. Nein, ich werde da jetzt nochmal getroffen. Nein, nicht gut. Mir wurde meine 2. Bombe geklaut. Passt bloß auf. Ja, yeah, da ist er. Oh, yes, die haben die Leute vor mir weggemacht. So, jetzt nicht treffen lassen. Ja, 7. Platz. Ganz ehrlich, ich war die ganze Zeit hinten. Da ist 7. so noch in Ordnung. Minus 10. Ich bin noch über den 20.000, aber jetzt muss ich wieder Pluspunkte machen. Okay, das war gerade sehr, sehr nice. Ich war der Einzige, der Pilzpass ausgewählt hat. Blade hat Zufall genommen. Es kam Zufall dran. Mit Zufall Pilzpass. Yay! Mein Wunsch wurde erhört. Hahaha, schön. Das ist doch schön. Ja gut, dann wollen wir mal hier vielleicht gucken, dass wir nach vorne kommen. Bloß nicht jetzt so häufig treffen lassen. Hier schon mal Items nehmen. Zack, zack, zack. Mit einem Pilz, den einen Pilz hebe ich mir auf. Blade, das war stark von dir. Ja, ich dachte, die Münze kommt ein bisschen früher. Ah, er hat eine rote nach hinten geschickt. Das ist fies. So, jetzt hier abkürzen. Nintendo war mal heute gnädig zu dir, Dennis. Ausnahmsweise. Warum? Warum gnädig zu mir? Keine Ahnung. Fragt das Nintendo nicht mich. Aber ich bin verwirrt. So. Im Übrigen 10. Oh! Es kommt eine blaue. Das ist sehr, sehr gut. Oh, schick ich mal ein paar Feuerbälle schon mal nach vorne. Er hat natürlich gar keinen einzigen getroffen und jetzt kriege ich eine rote ab. Mann, jetzt bin ich auch da. Ich habe 3 Leute mit dem Kugelbill erwischt. Ja, moin. So. Dann. Hier abkürzen. Nein, in dem Moment kommt ein Blitz! Ey, ich hasse den Blitz auch gerade. Ich hatte gerade einen goldenen Pilz benutzt. Ja, und ich wollte gerade die Abkürzung auch nutzen mit meinen Pilzen. Im falschen Moment kam der Blitz. So. Muss da jetzt ein LKW langfahren? Den Moment, wo ich abkürzen möchte. Oh mein Gott. Das ist Musik in den Ohren. Ah, nee, irgendwie nicht. Für mich schon. So. Ich hab gute Items. Ich hab sehr gute Items auf Platz 3 gerade bekommen. Was kriege ich auf Platz 5? Einen einzigen Pilz, wow. Ich hab 4 Pilze auf Platz 3. Ja, nein. Komm, da liegen so noch meine anderen Pilze. 5. Platz. Gibt Minus auf jeden Fall. Kein das Geist schon mal kommen. Sagen. Na, ja, setz die Hupe ein. Komm. Okay, ich hab gewonnen. Die 4 Pilze haben es gemacht. Komm. Hä? Ich hab ihn doch noch. Doch, ich hab ihn. 4. Platz. Nice. Das könnte sogar Pluspunkte geben. So plus 3, plus 2 irgendwie so. Komm. Ist der eine, der mich einfach ganz hinten ist. Ja. Plus 3 Punkte. Geil. Nice. Das war doch noch erfolgreich. So, ich wollte die andere Marius-Piste, die Original Mario Kart 8 Marius-Piste, aber wir bekamen die SNES Marius-Piste. Na, ist auch okay. Es war eine ganz schlechte Strecke, aber fahren tue ich die trotzdem irgendwie gerne. So, mit einem Pilz kann ich gleich schon mal ein bisschen abkürzen, aber nicht so dolle. Machen wir mal so. Guck mal, dann sind wir schon mal 2. und ich fahre in die grüne da von ihm rein. Geil. Und dann bin ich wieder hinten. Yay. Oh, 3 Pilze, das ist doch schon mal gut. Die hebe ich mir sogar, denke ich mal, auf für das letzte Stück da hinten. Zumindest erstmal hier 1, 2 und dann hier nochmal 3 und mit meiner roten werfe ich die andere rote ab. Nice, schon mal 2. Platz.
Die drei Pilze waren, glaube ich, bestmöglich eingesetzt, gerade von mir. Wurde von einer Banane gesniped. Oh, das ist bitter. Ich fahre gerade den ersten hinterher. Aber ich sag mal so, wenn der erste wird und ich zweiter, bin ich auch zufrieden. Nee, meine rote schicke ich nicht ab. Ich habe dann noch eine Münze. Dann habe ich keine Abwehr-Item. Die schicke ich jetzt ab. Oh, nochmal zwei rote. Das ist eigentlich ganz geil. Blade. Was? Jetzt werde ich hier überholt von so vielen. So, tschüss. Oh, der erste wurde so richtig zerstört. Der Tanuki Mario hat auch noch ein Pilz. Wird es auch für die Abkürzung aufheben. Und ich habe keinen einzigen Pilz. Komm, Pilze, Pilze. Ja, einen Pilz habe ich bekommen. Ja, natürlich wird mir mein Item geklaut. Das ist natürlich jetzt so. Ja. Da ist ein Geist! Mensch. Ja, ein Geist mit drei Grün, der wird erster. Ja. Aber hey, ich bin mit dritter Platz auch zufrieden. Vielleicht werde ich so. Oh, ich kann dich auch noch überholen. Ja, ich hab so eine schlechte Beschleunigung. Huh! Hab mich nicht gewundert, dass mich noch Leute überholen. Das ist der zweite Platz plus 14. Oh, die 14 Punkte, die schmecken. Die schmecken, das ist richtig wichtig. Sehr schön. Es kam mal wieder Zufall dran. Und ja, gibt bessere Strecken. Da gibt's auf jeden Fall bessere Strecken. So, weiter geht's. Let's go, ja. Die 14 Punkte, die waren schon mal sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich kann ruhig wieder einmal weiter hinten sein. Das wäre dann nicht so schlimm. Das Allerwichtigste heute ist, dass ich mit mehr als 20.000 Punkten wieder aus dem Part rausgehe. Das ist das Allerwichtigste. Ob ich dann Plus mache oder ganz geringen Minus. Ja gut, das ist dann auch nicht so schlimm. Dann gibt es halt in 2 Wochen eine neue Chance. So, der hat vorne kein Item, daher schieße ich den ab. Jetzt darf ich natürlich keine rote abbekommen. Der Berg, der hat eine rote, aber nicht für mich, hoffe ich. Ja, für den anderen hinter dir. Ja. Der hat noch eine Banane. Ich schicke mal meine rote ab und die ist irgendwie auf eine Banane, die plötzlich da war, drauf. Ja, der Berg. Ich bin erster, ich weiß nicht warum, aber ich finde es schön. Aber es kommt bestimmt gleich ein Stachel. Hast wahrscheinlich einen Pilz. Ja, okay. Das war fehlgeschlagen mit der Grün, aber egal. So. Ich und dieser E-Nugget streiten sich jetzt um Platz 1. Oh, ihr habt mal euch hier abschießen. Wunderbar. Ich hab einen Pilz, also ich bin immer noch genau hinter dir. Nein, jetzt werde ich vom Feuerball getroffen und ich habe jetzt meinen Item losgelassen. Da ist aber jemand ganz ins Ausgefahren. So, da kommt noch muss ich beten, dass er keine. Natürlich bekommt er eine rote, natürlich. Nein, was macht. Oh, nee, Fehler werden gemacht. Fehler werden gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ich wollte die Abkürzung nehmen, ich habe die verhauen. Aber noch 5. War klar, aber das wäre noch. Klar, dass der eine natürlich noch eine rote bekommt. So, mit 5. plus 1 Punkt. Na, alles gut. Auch wegen dem, auch weil ich den Fehler gemacht habe, ist es trotzdem noch gut gegangen. Ein Glück. Varius Abfahrt. Bin ich, glaube schon lange nicht mehr gefahren. Damals kam es immer so häufig dran. Ah, jetzt? Wann bin ich das letzte Mal Varius Abfahrt gefahren? Also, das ist schon ewig her. Inzwischen freue ich mich auch wieder, wenn die Strecke dran kommt. Eine Zeit lang bin ich hier ja viel zu häufig gefahren. Der hat mir die schon aus der Halse rausgesteckt. Rausgestreckt. So. Steckt. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall. Fand ich die nicht mehr ganz so nice und jetzt so. Freue ich mich aber wieder, wenn sie dran kommt. Das ist doch eine schöne positive Entwicklung. So. Dann werden wir hier mal die Abkürzung nutzen. Und bam, sehr schön. 6. Platz aktuell. Geht besser. Aber mit 4 Pilzen kann ich schon mal ein bisschen aufwählen. Den einen hebe ich mir mal auf, als ich getroffen werde, dass ich direkt einen Boost kriege. Aber ihr seid da vorne alle so weit weg. Was soll denn das? Ah, da ist jetzt einer. Der Yoshi. Nein! Der Yoshi hat mir einfach das Doppel-Ei vor der Nase geklaut. Das ist belastend. So, oh, 3 rote Krieche und ein Stern. Geil.
Ich war nicht mal in der Nähe von der Grün, danke. So, schieße ich den mal ab. Na gut, dann nochmal hier. So, huhu. Direkt runter, um Item zu bekommen. Ah nee, das funktioniert so nicht. Gut. Ich hab's. Was hast du? Ich hab das Doppel-Item bekommen bald nach dem Gleiten. Ja, ich war im Stern drin, vielleicht hatte ich dadurch zu viel Boost. Wow, die Bombe war knapp. Ein Zentimeter weiter links und die hätte mich getroffen. Hau ab, Yoshi. Vielleicht muss aufs Finger oh, gehen. Oh, da hat jemand die Grüne nach hinten geschmissen. Komm, gutes Item. Ah, drei Pilze ist erstmal in Ordnung. Die drei Grünen eigentlich auch. Ich hab den Yoshi einfach nochmal getroffen. Nice. So, letztes Item. Drei Pilze, geil. Okay. Hat die vor mir aber auch drei Pilze. So, rote noch ab. Nein, ich wurde von der Grünen getroffen. Schlecht. Ich wurde von der Grünen noch getroffen. Oh. Ich hatte drei Grüne am Ende, aber ich habe die alle nach vorne geworfen. Naja, von hinten wurde ich getroffen. Minus 17. Noch bin ich über den 20.000, aber es wird gefährlich jetzt in der letzten Runde für heute. So, jetzt sind wir hier in der letzten Runde. In Pilzschlucht. Das kann doch nochmal ganz gut werden, hoffe ich. Also maximal minus 9 Punkte. Besser wäre natürlich, wenn ich weniger Minuspunkte oder sogar Pluspunkte kriege. Aber gucken wir mal. Mit 20.011 Punkten bin ich gestartet. Also wenn ich insgesamt keine Minuspunkte haben möchte, dann brauche ich jetzt noch mindestens 2 Pluspunkte. Will die Runde auch mal anfangen, danke. Ich wollte schon fragen, worauf warten wir hier? Dass es Nacht wird? Keine Ahnung. Dass der Weihnachtsmann kommt, könnte auch möglich sein. Das dauert noch ein bisschen. So, schon mal mit einem Pilz zum ersten Platz. Und jetzt so schön die Stunts machen. Was mache ich? Keine Stunts. Die Münzen schnappe ich mir hier. Und dann los geht's. Kein Fehler hier bauen. Dieser Yoshi macht genau dieselben Sachen wie ich. Der weiß, wie Pilz doch funktioniert. Ja, gut. So, ich bin gerade noch Erster. Hab allerdings aktuell nur eine Münze. Ich bin dumm runtergefallen. Das ist ärgerlich. So, wo sind die da? Bam, bam, bam. Einen Pilz auf Platz. Das ist eigentlich ganz geil, was ich habe. Mama. Nein, ich hab die doch nach hinten. Ich hatte doch nach hinten gedrückt. Ich muss einsetzen. Ja. Ich muss nein. Bescheid sagen, wenn ich dran bin. Ja, alles gut. Also mir kurz DM schreiben oder so. Danke. So, zweiter Platz. Ich wurde im Übrigen ich hatte drei Grüne und mich erwischt. Ja, ich bin raus. Bist du die Seed? Sozusagen ja. Meine Switch ist überhitzt. Nee. Doch. Das heißt, das war's mit deinen 20.000. Ja, das ergibt eine ganze Menge Minuspunkte. Mehr als wäre ich letzter gewesen. Geil. Ach man, meine Switch, die ist kaputt. Ich hasse das. Oh mein. War ja letztens auch schon in Splatoon 3 Zeit Order Part. War es auch schon mal so. Seitdem nicht nochmal. Ich dachte, es war nur eine Ausnahme einmal, aber... Ich habe mal nachgeschaut, du hast minus 11 bekommen. Ja, aber ich bin ja disconnected. Das ist bei mir ja dann, glaube ich, anders. Ich gucke gerade mal nach. Regional. Ja. 19.977. 23 Punkte fehlen. Okay, das heißt... Ja, das heißt, also, du hast minus 33 bekommen. Ja, mindestens. Ja, ja. Oh, nee, ey. Das ist ein doofes Ende. Nee, minus. Das ist ein richtig doofes Ende, weil ich bis zum Ende eigentlich schön weit vorne war. Das ist doch belastend gerade. Ja, okay, Leute. Ein sehr unbefriedigendes Ende, ich weiß. In 2 Wochen beim nächsten Part werden wir gucken, dass wir die 20.000 Punkte wiederbekommen. Also von daher, ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss. Tschüss.